1945 hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren. Mit ihnen verloren die Österreicher, die 1938 angeschlossen wurden. Österreich wurde von den alliierten Streitkräften besetzt, ähnlich wie Deutschland. Die Sowjetunion erhielt die Kontrolle über dieses Gebiet und die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich bekamen den Rest. Die Alliierten haben Österreich zum ersten Opfer der nationalsozialistischen Aggression erklärt und waren damit technisch nicht besetzt, sondern befreit worden. Aus sozialer Sicht befand sich Österreich nach dem Krieg an einem seltsamen Platz. Obwohl das Referendum über den Beitritt zu Deutschland 1938 nicht gerade fair war, wollten viele in Österreich ein Teil von Deutschland bleiben und zeigten noch Sympathien mit dem Nationalsozialismus. In der sowjetischen Besatzungszone war das Leben der Österreicher miserabel. Sowjetische Soldaten waren für etwa 90% aller Verbrechen in Österreich in den Jahren nach dem Krieg verantwortlich. Darüber hinaus verlagerte die UdSSR auch einen Großteil des österreichischen Reichtums aus dem Land, indem sie Fabriken verlagerte und Österreichs Öl ergriff. In den westlichen Besatzungszonen war es besser. Sie herrschten in der Regel mit einer lockeren Hand und wenn ein schlechter Winter Ernten zerstörte und die österreichische Wirtschaft zusammenbrach, gaben sie Wirtschaftshilfe. Dies war jedoch nicht gerade eine wohlwollende Geste. Der Kalte Krieg begann gerade erst und so versuchten die Westalliierten die Österreicher für ihre Lebensweise zu gewinnen und beraubten die Sowjets um einen weiteren Marionettenstaat. Diese Angst vor der Ausbreitung des Kommunismus war wichtig für die Entscheidung über das Schicksal der ehemaligen österreichischen Provinz Südtirol. Die Österreicher und die Mehrheit der in Südtirol lebenden Menschen hofften auf eine Wiedervereinigung der beiden wie vor dem Ersten Weltkrieg. Die Briten und die Amerikaner waren zutiefst besorgt, dass die Entnahme von zu viel Territorium von Italien die Popularität der kommunistischen Partei dort erhöhen würde und so blieb Südtirol ein Teil Italiens. Die Sowjets hatten zunächst einen sozialistischen Karl Renner an die Spitze Österreichs gestellt. Als die Nation Ende 1945 zur Wahl ging, gewannen die Konservativen unter Leopold Figl. Figl beschloss, sich vor den Besatzern als vereintes Österreich zu präsentieren und lud die Sozialistische Partei ein und bildete eine Koalition ohne Adolf Scherf als Vizekanzler. Österreichs Staats- und Regierungschefs verurteilten nun die Vorstellung, dass die Österreicher irgendwie Deutsche seien, obwohl Karl Renner zuvor sehr pro Anschluss gewesen war. Tatsächlich führte die Vorstellung, dass die Österreicher keine Deutschen seien, dazu, dass viele Deutsche aus dem Land geworfen wurden, während viele ausländische Deutsche, wie die im Sudetenland lebenden, nach Österreich ziehen durften. Österreich durchlief auch den Entnazifizierungsprozess, bei dem 500.000 der ehemaligen Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei Österreichs in ein nationales Register eingetragen wurden. 1948 wurde der Entnazifizierungsprozess beendet, als die Mehrheit der niederrangigen Parteimitglieder begnadigt wurde. Die Amnestie war weitgehend ein politischer Zug, da diese 500.000 ehemaligen Nazis einen großen Wahlblock bildeten. Beide Hauptparteien wollten in Zukunft ihre Stimme haben. Die meisten ehemaligen Nazis durften trotz Amnestie kein politisches Amt mehr ausüben. 1949 wollte die österreichische Regierung, dass ihre Besatzung ein Ende findet, was wegen des Kalten Krieges nicht geschah. Das Problem beim Auszug aus Österreich war, dass es ein Potenzial gab, dass sie entweder in das sowjetische oder in das amerikanische Bündnis fallen könnten. Österreich selbst war eine westliche demokratische Nation, die sich aber nur allzu bewusst war, dass das kommunistische Jugoslawien, Ungarn und die Tschechoslowakei an ihren Grenzen lag. Es war die Position Österreichs zwischen den beiden ideologischen Blöcken, die ihre Regierung zwang, eine ewige Koalition aus konservativer ÖVP und SPÖ zu bilden. Der innerparteiliche Streit endete damit, dass man Figl los wurde und von Julius Raab abgelöst wurde, der für die Verbesserung der Beziehung zur UdSSR sorgte. Raab begann mit Gesprächen über die Unabhängigkeit Österreichs mit dem sowjetischen Außenminister Wjatschew Molotow und seinem neuen Führer Nikita Chruschtschow. 1955 wurde der Staatsvertrag unterzeichnet und es wurde vereinbart, dass Österreich im Gegenzug für den Abzug der sowjetischen und westlichen Streitkräfte alle faschistischen Parteien verbieten würde und es unter allen Umständen verboten sei, sich jemals mit Deutschland zu vereinen. Es wurde auch stillschweigend vereinbart, dass Österreich zu einer neutralen, bündnisfreien Nation werden sollte. Sie schufen die Voraussetzungen für den Platz Österreichs im Kalten Krieg und der Neuzeit. Es wäre eine Nation, deren Vergangenheit für die Zwischenzeit weitgehend ignoriert werden sollte und deren neu gefundene Neutralität bald ihre nationale Identität prägen würde. Das vielleicht wichtigste Erbe des Jahrzehnts nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass der Österreicher Österreicher ist. Wusstet ihr von der Nachkriegszeit Österreichs Bescheid oder hört ihr das zum ersten Mal? Schreibt eure Antworten unten in den Kommentaren. Like, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und ciao, auf Wiedersehen, euer eForsten2 Let's Play. Alles ist David vom Bros TV. Haut rein.